Ja, ist ja gut, Leute. Mein Gott, nochmal, ich gehe ja schon. Ich habe denen erzählt, dass ich nicht an ihren Gott glaube. Kurz geschwätzt und da kam er so ein bisschen ins Reden und ich sage, hey Leute, ich glaube nicht an euren Gott. Und da haben sie angefangen, mich auszubuhen und dann halt war Ende. Na? Ja, herzlich willkommen zurück zu Absturz zum Assassin's Creed Odyssey. Heute jetzt hier in Agora, in der Agulis, unterwegs zu Hippokrates. Letzte Folge sind wir hier erfolgreich an Land gegangen. Und dann bin ich hier rein, hab so ein bisschen geschaut, dann synchronisiert und geguckt, was man hier so machen kann in Argos. Und gibt tatsächlich eine Menge zu tun. Ich habe schon mal einen Schmied entdeckt, wo ich ein bisschen was aufgepimpt habe. Und dann ansonsten seht ihr ja hier also, ne, das ist irgendein Haus, das Cermata-Haus und tralala-bala. Es soll uns jetzt aber erstmal nicht interessieren, denn wir sind ja hier, um Alexios Mutter zu finden. Und dafür müssen wir mit Hippokrates sprechen. Und der befindet sich gleich hier hinten in seiner Klinik, wenn ich das richtig gelesen hatte. Erstens, niemanden schaden heißt die Aufgabe. Und da frage ich mich noch, wie das gehen soll. So, wo ist er denn? Hier oben. Oder auch nicht, hier hinter? Na, da ist er doch hier. Apollon sollte dein Hippokrat. Pass auf, du bedeutungsloser Wurm. Sag mir, wo er ist oder bei Hera. Ich brenne diese Klinik mit dir darin nieder. Ich habe euch schon gesagt, was ich weiß. Ich verlange nicht viel. Hippokrates muss Demut zeigen, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Er muss vor den Göttern knien und erklären, dass er seine Fähigkeiten von ihnen hat. Aber das hilft den Kranken nicht. Es hält ihn doch nur von seiner Arbeit ab. Wenn Hippokrates meint, die soziale Ordnung stören zu können, um sich selbst zu einem Halbgott zu erheben. Nun, vielleicht werden sich die Götter höchstpersönlich rächen. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund, so zu schreien. Wer bist du? Ich suche nach einem Mann namens Hippokrates. Und noch ein verirrter Anhänger des Größenwahnsinnigen. Sag deinem gottlosen Meister, wenn er sich nicht bald öffentlich entschuldigt, wird diese Priesterin der Hera eine Armee der Gläubigen versammeln und ihn zum Schweigen bringen. Aus dem Weg! Huiuiui. Oh, allen Göttern sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Krysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und? Ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. Ich muss Hippokrates treffen. Ist er wenigstens in der Argolis? Ja, aber er ist südöstlich von Heras Wache, um den Kranken und Verletzten zu helfen. Und hier arbeitet er? Das ist Hippokrates Klinik. Hier erforschen wir die Heilung, bieten Behandlungen an und kümmern uns um alle, die es wünschen. Warum arbeitet ihr nicht mit den Priestern im Heiligtum des Asklepios zusammen? Dafür ist die Region hier doch bekannt, oder? Die Priester geben ihr Bestes, aber ihre Methoden sind veraltet. Hippokrates sucht nach neuen Heilmitteln und Behandlungen. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Kommt drauf an, was? Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt aufgebrochen und vergaß sie. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Ja, aber ich mache es nicht umsonst. Hier, nimm das. Vielleicht kann Hippokrates dir ja noch beibringen, dass man Menschen in Not hilft, wenn du mit ihm sprichst. Woran kann ich ihn denn erkennen? Suche südöstlich von Heras Wache, in der Nähe der Höhle des Pan. Er steht dort vor einer langen Schlange kranker Menschen. Du erkennst ihn an der kahlen Stelle, aber sprich ihn bloß nicht darauf an. Na dann, auf geht's. 700 Meter ist doch ein Klacks, oder? So viele Kranke. Kann ein Mann allein ihnen helfen? Na, ein Mann alleine nicht, darum sind wir auf dem Weg zu ihm. Alexios, mein kleiner, dummer Freund. So. Pferdchen?
Ach, hi. Du warst ja schon da. So. Diagolas. Ja, Staatsführer besiegt, das war aus Versehen. Der stand mir im Weg, als ich synchronisieren wollte und... Naja, ich kenne das ja, ne? Da führt eins zum anderen. Die Klinge führt zum Schädel und dann... Naja, dann... Ist er halt unabsichtlich in meine Klinge gelaufen und war der Staatsführer dann auch schon weg gewesen. Passiert. Ist jetzt nichts, wo wir ein großes Drama draus machen müssen, wie, oh, wie kannst du nur... Nee, nee. Der kommt ja wieder, gibt ja immer Nachfolger. Ist euch das mal aufgefallen? Es kommt immer Nachfolger. Sollte ja auch so sein. Ich meine, kein Staat sollte führungslos bleiben. Weil es gibt immer Nachfolger. Immer einen, der sich dann freut. Ruhig jetzt. So. Hier oder was? Hallo. Bist du das? Das Witzige ist ja, Hippo bedeutet Nilpferd. Also, was wissen wir über die Krankheit dieses Mannes? Er leidet an übermäßigem Auswurf? Auf den ersten Blick stimmt das. Aber bedeutender ist, dass er an Vernachlässigung leidet. Wie das? Gutes Essen, warme Kleider, das hätte ihm schon geholfen. Aber weil die anderen Helfer davon ausgingen, dass sein Zustand eine Strafe der Götter sei, haben sie ihn vernachlässigt. Jemand, der mit Traditionen bricht. Du musst wohl Hippokrates sein. Ja, und ich bin beschäftigt. Es dauert nicht lange. Ich will dich nicht von deinen Patienten fernhalten. Und deinen Schülern. Beobachtung, Erfahrung und das Experimentieren sind essentiell für eine Behandlung. Das lernen meine Anhänger. Ich komme von deiner Klinik in Argos. Sostratos bat mich, dir das hier zu geben. Natürlich hatte ich etwas vergessen. Sostratos ist ein guter Arzt und der beste Schüler, den man sich wünschen kann. Hast du ihn um Bezahlung dafür gebeten? Natürlich habe ich das. Ich bin ein Söldner. Gierig, aber immerhin ehrlich. Wie darf ich dich nennen, Söldner? Alexios von Sparta. Was verschlägt dich hierher, Alexios von Sparta? Ich bin auf der Suche nach einer Frau aus Sparta. Wieso sollte ich sie kennen? Man sagte mir, dass du ihr vor langer Zeit vielleicht geholfen hättest. Vielleicht können die Priester im Heiligtum des Asklepios dir helfen. Sie notieren akribisch, wer alles da war. Bitte, Hippokrates, ich bin weit gereist, um dich zu treffen. So wie der Kranke hier und die, die vor ihm kam und der vor ihr. Meine Patienten brauchen mich, doch meine Notizen zu den Krankheiten des Geistes wurden gestohlen. Hol sie zurück und ich werde dir helfen. Schnell, diesem Patienten bleibt nicht mehr viel Zeit. Was ist so interessant an diesen Notizen? Es sind meine Aufzeichnungen über die Krankheiten des Geistes, auch über die sogenannte heilige Krankheit. Daran leidet dieser Patient. Er verliert die Kontrolle über Gliedmaßen und Rachen. Schaum steht vor seinem Mund. Ich fürchte, er wird bald nicht mehr atmen können. Sie kam vermutlich vor langer Zeit mit einem verletzten Säugling hierher. Bist du sicher, dass sie zum Heiligtum des Asklepios gegangen wäre? Damals war ich ein junger Mann. Wenn ich Fälle hatte, die mich überforderten, schickte ich die Patienten zum Heiligtum. Und die Priester haben Aufzeichnungen über ihre Patienten? Ja, in Stein gemeißelt. Der älteste Priester erinnert sich vielleicht. Hat Krysis deine Notizen genommen? Ach, du kennst die Priesterin. Nein, sie nicht, aber der örtliche Befehlshaber des Militärs. Ich kann ihm seine Verzweiflung nicht verübeln. Diese Männer leiden an ernster Kampfmüdigkeit. Wo soll ich nach den Notizen suchen? Nicht weit von hier, in der Festung Tirins. Vielleicht geben sie sie dir, wenn du fragst. Oder sie bereiten sich auf ihren nächsten Kampf vor. Mit mir. Wer bin ich, dass ich einem Söldner sagen könnte, was er tun soll? Aber bitte, töte nicht grundlos. Es wurde schon genug Blut vergossen in diesem Krieg. Nie auf dem Haus. Ich werde mein Bestes geben. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Für die einen ist es eine Glatze, für die anderen die längste Stirn der Welt. So, jetzt müssen wir hier holen. Mehrere Quests angenommen. Schauen wir doch mal rein. Die Priesterin oder der Nächste, bitte. So.
Okay, zurück geht's. Wow, ist relativ tief runter. Was ist das hier? Wildschwein, Hirsch, Rentier? Ziege. Weg. Phobos? Ja, wir sind genug zu Fuß gelaufen jetzt. Ach, hier. Ha. Ich warte mal auf das Geräusch, dass der hier angeritten kommt. Und steht auf einmal da. So, na dann. Also was machen wir jetzt mit Dumas über die Notizen quatschen? Ne? Und nicht grundlos töten. Ja, ein Grund ist es ja, wenn die sich wehren, oder? Die Prokrates-Notizen werden gut bewacht. Warum? Da soll ich keinen töten? Wie soll denn das gehen? Wie soll das bitte gehen? Das mächtige Tirens. Erbaut von den Kyklopen. Jedenfalls der Legende nach. Na. Okay. Wir bleiben mal bei den Fäusten. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. So langsam nervt es. Na komm mal her. Ich will dich nur kampfunfähig machen, mein Freund. Hey! Nein! Okay, ich hab grundlos getötet. Mist, ich habe ja den Speer noch. Ratte. Kacke. Dreck. Es stand aber auch, glaube ich, ganz kurz da. Dem Niederschlagen. Ja, schön, die haben das voll unter... Oh, Gottes Willen. Ich glaube, das wird ein bisschen zu gut bewacht, oder? Mal schauen, Kreis ist niederschlagen, ne? L3. Der ist runtergefallen und gestorben dadurch. Also das... Pech ist geil. Zweimal Pech gehabt. Einmal den Speer und jetzt einmal, dass der runterfällt. Was machst du hier? Hippokrates schickt mich. Dein Befehlshaber hat seine Notizen und ich glaube, du hast sie jetzt. Die Notizen des großen Hippokrates persönlich? Tut mir leid, sie verbrannten beim letzten Angriff. Was? Du hast mich gehört. Das Behandlungszelt brannte ab. Aber ich habe mir alles gemerkt, was darin stand. Ich kann es aufschreiben, wenn ich Zeit habe. Oder wenn der Krieg abflaut. Dann... musst du mit mir kommen. Einer von Hippokrates Patienten wird sterben, wenn du nicht hilfst. Ich habe auch einen Patienten, der Hilfe braucht. Kann sich niemand sonst um ihn kümmern? Ich bin der Arzt hier. Lass mich in Ruhe. Du arbeitest bestimmt für Geld, wie alle anderen auch. Was immer dein Befehlshaber dir zahlt, ich zahle mehr. Lass uns gehen. Und diesen Menschen sterben lassen? Ich lasse mich umstimmen. Unter zwei Bedingungen. Raus damit. Ich nehme das Doppelte. Ein Leben ist viel wert. Und sag bloß Hippokrates nichts davon. Hippokrates würde nie Drachmen einem Menschenleben vorziehen. Aber bitte, wenn dich die Söldnerkarriere derart reizt... Wir treffen uns dort. Komm nicht zu spät. Oh.
Toll, 10.000 weg. Apropos weg. Ich sollte vielleicht jetzt hier weg. Wäre ganz cool. So. Phobos, Pferdchen. Die Festung kümmern wir uns später mal, ne? Dann nehmen wir die hier komplett auseinander. Und dann machen wir zurück zu Hippokrates. Hippokrates. Ach so, ja. Jetzt kommt natürlich. Jetzt kommt wieder Rob der Klugscheißer. Übrigens, diesem Hippokrates, den ihr hier kennenlernt, habt ihr auch den sogenannten Hippokratischen Eid zu verdanken. Der Hippokratische Eid ist ein Eid, den Ärzte ableisten, wenn sie ihren Abschluss zum Arzt bzw. ihr Studium zum Doktor bestanden haben. Und der Hippokratische Eid besagt, dass nichts mehr wert ist als ein Menschenleben. Das heißt, einem Menschen muss immer geholfen werden, einem Menschen muss auch kostenlos geholfen werden und einem Menschen muss unter allen Umständen geholfen werden, es sei denn, es gefährdet das Leben eines anderen Menschen. So, Dankenhaus für sogenannte Organspenden seine Zustimmung, denn nichts geht über ein Menschenleben. Ja, und das ist der Hippokrates und daher kommt der Hippokratische Eid, den Ärzte ableisten müssen, den Ärzte unterschreiben müssen. Einem Menschen wird immer geholfen, sozusagen. Na komm. Hippokrates, wie geht es deinem Patienten? Schlecht. Dimas, was machst du denn hier? Als ich dem guten, alten Dimas sagte, dass du Hilfe brauchst, war er gar nicht aufzuhalten. Das ist der Einfluss des großen Arztes auf uns Heiler. Es gab ein Feuer. Deine Notizen sind dahin. Aber ich kann helfen. Eine helfende Hand kann ich immer gebrauchen. Er überlebt. Wenn wir hier fertig sind, werde ich alles aufschreiben, was ich noch weiß, Hippokrates. Ich suche die Priester auf, um mehr über meine Mutter zu erfahren. Komm mit mir. Du hattest einen langen Tag. Man kann die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit gar nicht ernst genug nehmen. Was kann ein Apfel schon ausrichten? Nun, bei täglichem Verzehr hält er die Ärzte fern. Doch... Nun zu einem ernsteren Thema. Du bist hier, weil du deine Mutter suchst. Du erinnerst dich an sie? Ich war noch sehr jung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also schickte ich sie weg. Aber ich habe nie vergessen, wie entschlossen und gleichzeitig verzweifelt sie aussah. Daran werde ich mich stets erinnern. Danach schwor ich Apollon, dass ich nie mehr einen Hilfesuchenden abweisen würde. Dass ich dieser Sache mein Leben widmen würde. Sie hat wirklich Eindruck hinterlassen, deine tapfere Mutter. Sie würde sich freuen, wenn sie das wüsste. Ich schickte deine Mutter zum Heiligtum des Asklepios. Sag dem ältesten Priester, dass es bald eine Behandlung für die heilige Krankheit geben wird. Dann schenkt er dir vielleicht Gehör. Danke für alles, Hippokrates. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Quest abgeschlossen, der nächste bitte. Ja, ein bisschen Pech, ne, dass der da noch runterfällt oder beziehungsweise, dass ich statt Kreis Dreieck drücke und den Speer zücke. Gut, was soll's, nächste Folge geht's weiter, dann machen wir uns auf zum Tempel von Asklepion und schauen mal, ob wir eine Spur finden zur Mutter von Alexios. Dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.